Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fahrenheit. So. Ah, nein. Das wäre fatal. Fortsetzen. Und los geht's. Ja, beim letzten Mal habe ich eine sehr schwerwiegende Entscheidung getroffen. Ich habe den Jungen geopfert und war ein bisschen sauer auf das Spiel, weil ich dachte, es gäbe keinen anderen Ausweg. Aber wie ich im Fazit schon erwähnt hatte, hätte ich ihn einfach nur wiederbeleben müssen. Naja, da bin ich nicht drauf gekommen und ich finde, es ist dann nur fair, dass ich dann damit bestraft werde, dass ich die Schuld des toten Jungen für den Rest des Spiels mit mir mitschleppen muss. Weiß jetzt nur nicht, das ist mir, glaube ich, etwas zu deprimierend. Ich spiele dann erstmal Carla weiter. Schon ein gleich sehr viel erfreulicheres Setting. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand zwei abgebrochene Fingernägel. Nein. Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Nicht aufgepasst. Hinterhauptbein gebrochen. Was? Abnorme Dilatation. Ach Mensch. Beider Pupillen. Da! Drei Stichwunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind die von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Nein! Ha! Was? Habe ich geschafft? Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit drei Stichen alle drei Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Aber unmöglich ist es nicht. Wurde der Tod definitiv durch die Stiche verursacht? Ja, die drei Herzarterien wurden durchtrennt. Das Herz wurde buchstäblich vom Rest des Körpers getrennt. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. Drei Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, na, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so. Kirsten. Ja, genau. Kirsten. Das Wort haben wir doch entdeckt. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Phantombild zeichnen. Nun setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Ah, jetzt muss ich in ihre Rolle.
ja, wie sah er aus? Ich könnte jetzt hier auch mogeln und eine komplett falsche Beschreibung geben, aber dann wäre ich ja nicht in ihrer Rolle. Das wollen wir schön vernünftig machen. Kein Bart, oder? Oder 3 Tage Bart? Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube kein Bart. Oder? Ja. Wie waren die Haare? Eher so, oder? Hat er auf jeden Fall nicht. Gott, ich hoffe, es wird niemals im Leben irgendjemand auf eine Phantombezeichnung von mir angewiesen sein. Das ist ja echt gar nicht so leicht. Er sieht überhaupt gar nicht so aus. Ey, das Kinn war nicht so stark. Ja, das könnte passen. Die Augen gefallen mir immer noch nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Also im Thumbnail sah er, glaube ich, also da, wo ich sein Gesicht durch mein Gesicht ersetzt habe, sah er, glaube ich, ein bisschen grimmig aus. So von den Augenbrauen her. Ja, das ist zu viel. Ja. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja. Im Prinzip schon. Zumindest, soweit ich mich erinnere. Vielen Was? Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Ich habe richtig Mühe gegeben. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Hätte doch so. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Also. Aber ich sehe ihn hier gleich noch. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Doch, 3 Tage Bart. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn. Das ist doch original die Frisur. Und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Ich werde das in der Nachbearbeitung mal darüber legen.
Magie, ich sehe es nicht, aber ihr dürft jetzt gerne beurteilen, ob ich ihn getroffen habe oder nicht. Stressabbau. Ich wollte das Spiel gerade loben, dass man durch die Spielmechanik dazu gezwungen wird, sich normal zu verhalten, also Hände abzuwaschen, abzutrocknen. Aber Hände waschen habe ich ein Plus bekommen, beim Hände föhnen nicht. Obwohl ich es sehr unangenehm fände, mit nassen Händen hier rumzulaufen. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich denn arbeite. Wahrscheinlich muss ich vor dem roten Typen weglaufen. Weil er mein Vorgesetzter ist. Okay. Abgeschlossen. Hier habe ich nichts zu suchen. Da oben rechts in der Ecke. Ja. Da ist doch eine Öffnung oder so. Ah, nee. Hey. Feuerlöscher. Ich denke mal, es wird ja irgendwie markiert sein, damit ich weiß, wo ich hin muss. Wahrscheinlich ist dann da dieses Schild beschriftet. Und alle anderen sind so schwarz. Darauf würde ich jetzt einfach mal vertrauen und alle absuchen. Ach! Oder ist der rote Bunker nicht der Chef, sondern das ist mein Ziel. Hier steht nichts. Ist aber trotzdem nicht mein Arbeitsplatz. Woher weiß man denn, wo man arbeitet, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann?
Wäre schon auffällig, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wo ich hin soll. Ach, ich habe mein Einzelbüro. Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nasum und Jones Bank. Ah. Ich teile mein Büro mit Warren. Die Erinnerung setzt ein. Sehr schön. Hallo, Warren. Fehlt dir was, Lukas? Du bist so bleich. Ich bin nur erkältet, sonst nichts. So komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Was? Hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Ist wirklich alles in Ordnung, Lukas? Kann Gedanken lesen. Ich habe was gehört. Als ob ich Gedanken lesen könnte. Das macht mich bestimmt traurig, wenn ich das Bild angucke. Oder? Tiffany und ich. Dürfte vor 2 Jahren gewesen sein. Ich hab's einfach noch nicht wegwerfen können. Vielleicht finde ich in der anderen Schublade was Aufmunterndes. Ja, ein Kreuz. Das war wirklich sehr unauffällig. Lukas? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Lukas Kane? Hallo Lukas. Hallo Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt dir heute Abend? Okay. Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Da freut okay. Er sich. Wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen. Ich hab zu tun. Tschüss. Pass auf, die Tasse! Stimmt was nicht? Nein, ich dachte nur, es kam mir so wirklich vor. Ich sah die Tasse fallen. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Es war genau so, wie ich es gesehen hatte. Kann ich meinen Lappen holen? Wie mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Such jetzt mal einen Lappen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, seinen Kaffee da nicht verschüttet liegen lassen. Ja, wenn ich renne, ist das bestimmt auffällig. Ah!
so. Wie lange ist das denn noch? Seine englischen Sprachfähigkeiten. Lukas, erworben. Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Ja, deine Freundin kommt ja auch noch zu Besuch. Das munterte ich. Ah, nee, das munterte ihn wahrscheinlich nicht auf. Fernsehen glaube ich auch nicht. Ja, ein bisschen gute Musik. Ein bisschen runterkommen. The Real of a Dead Man. Garantiert wieder eine Urheberrechtsverletzung auf YouTube angezeigt, aber dafür geht's ihm besser. Dann mach ich auch besser mal wieder Musik aus. Gefunden. Bisschen Boxen. Ah, gut, was bei den Händen ist, ist wahrscheinlich nicht gut. Oder? Ich hab doch
doch noch. Also das letzte habe ich wohl geschafft. Irgendetwas an mir ist anders. Okay. Ich bin stärker und schneller geworden. Oh Gott. Was geht hier bloß vor? Hey, wer ist denn was? Hat sich der Kühlschrank auf magische Weise gefüllt? Nein. Aber Milch ist bestimmt noch gut. Die heute Morgen noch gut war. Wäsche gewaschen. Die muss ich doch jetzt aufhängen. Nicht? Die hier im Winter immer die Fenster alle so sperrweit offen haben. Computer? Fordern neue Opfer. Die Untersuchung des Massakers an der Chicago High School hat in den letzten Tagen erhebliche Fortschritte gemacht. Im Hause der jugendlichen Täter wurden eine Vielzahl gewalttätiger Computerspiele gefunden und die Ermittler sind davon überzeugt, dass es diesbezüglich einen Zusammenhang mit den Morden gibt. Diese Spiele sind äußerst brutal. Leicht zu beeinflussende Jugendliche versuchen, das im Spiel Erlebte im echten Leben nachzustellen, sagte einer der ermittelnden Polizisten. Mehrere Verbände haben bereits angekündigt, ein Gesetz zu fordern, das es verbietet, Computerspiele an Jugendliche unter 18 Jahren zu verkaufen. Der Waffenhändler, der den Jugendlichen die Schusswaffen verkauft,
hat, wurde inzwischen von jeglicher Verantwortung freigesprochen. Das Problem ist nicht die Verfügbarkeit von Schusswaffen, erklärte ein Sprecher der Nationalen Waffenbesitzervereinigung. Jeder amerikanische Bürger hat das Recht, Schusswaffen zu kaufen und zu besitzen. Das wahre Problem sind diese Computerspiele. Sie sind eine ernste Bedrohung für unsere Kinder. So, noch mehr Schnee, das läuft schon. Ultimatum läuft heute ab. Das hatten wir schon. Dann also keine gewalttätigen Computerspiele für uns. Schade. Wenn ich jetzt schlafe, dann reißt mich die Ex doch gleich aus dem Schlaf. Welche Pillen nehmen? Das hilft bestimmt. Ja, zu ruhig ein bisschen lesen. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig. So oft, wie ich das gelesen habe. Dann nicht. Okay, dann legen wir uns hin. Das sieht nicht sehr bequem aus. Ich hoffe, ich störe dich nicht? Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Setz dich. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ich hätte jetzt ihr Wasser eigentlich angeboten, aber okay, dann Gin. Der Gin. Denn ich gesagt, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen. Da war was. Danke. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Tiffany?
Ha, und da ist die andere. Ach, ich kann nicht beide auf einmal tragen. Da verlässt mich die Steuerung. Das habe ich doch gut gemacht. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Bin ich ehrlich? Ich stecke zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. Du solltest wohl jetzt besser wieder gehen. Ja, stimmt. Dank dir für alles. Sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen. Aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten 24 Stunden doch alles zustoßen würde. Und was hatte ich einem Mädchen wie Tiffany zu diesem Zeitpunkt anzubieten? Indem ich sie gehen ließ, schützte ich sie. Ich ging zu Bett. Ich konnte nur versuchen, ein wenig Schlaf zu finden und abzuwarten, was der nächste Tag bringen würde. Okay, ich hätte das von ihr jetzt nicht als Signal gedeutet, dass sie, weiß ich nicht. Klang für mich nur so als höfliche Erkundigung, ob sie was für mich tun kann. Ich habe es auch gerade zugemacht und da auch. Also wieder Fenster zu. Weg. Ksch. Die Haustür ist offen. Ist das ein Traum? Hallo, gruseliges Mädchen. Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Was Sport? Die ganze Nacht beschäftigt. Anstatt Fragen zu klären, hat er nur noch neue aufgeworfen. Ließ der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirsten? Wer hatte mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum?
Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen und mich so richtig zu verausgaben. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Mir geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Und ich bin soweit. Okay, das reicht. Ab in den Boxring. Auch erstmal aufwärmen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich weiß gerade nicht, wie spannend das zum Zuschauen ist, aber dass ich etwas drücken muss dabei, hilft auf jeden Fall. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Spannend. Na komm. Acht. Komm, 10 schaffst du. Nein. Oh Gott, meine Finger machen noch nicht mehr länger mit. Nein, komm. Ja. 10. Sauer. Ja, heute bin ich in super Form. Noch eine Übung und ich bin soweit. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Komm, 20 schaffst du auch. Cool, jetzt geht's ab. Ah, Karte. Ladies and Gentlemen, willkommen in Las Vegas beim heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Miles und der berüchtigten Carla Valenti. Wag du es noch einmal, mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel rumalbere? Oh, und eine weitere Urheberrechtsverletzung. Yay! Try again.
Ja, sollte man zuhören. Wie machst du das? Ich bin in einem Shaolin-Kloster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht. Hä? In echt? Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Bei dir überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Noch eine Runde? Okay, du Grünohr, wenn du so masochistisch drauf bist, nur zu. Schauen wir mal, ob wir es jetzt zu Null schaffen. Wie machst du das? Ich bin in einem Shaolin-Kloster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht. Hä? In echt? Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Bei dir überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Noch eine Runde? Nee, dann nicht. Nein, mir reicht's. Ich steige unter die Dusche und gehe wieder an die Arbeit. Der Restaurantmord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrech dir nicht unnötig den Kopf. Der Typ ist verrückt. Er nicht. Vielleicht. Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott.
10 Jahre. 10 Jahre sind seit dem Autounfall vergangen, der mich meiner Eltern beraubte. Ich habe ihren Verlust nie ganz überwunden. Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Angesichts all dem, was mir widerfahren war, verspürte ich das Bedürfnis, ein wenig an ihrem Grab in mich zu gehen. Also einerseits hat das Spiel diesen filmischen Anspruch und dann ist in so einer emotionalen Szene dann da eine Karte, die da rumschwebt. Das beißt sich doch. Schön, dass du da bist. Ja, wollen wir reingehen? Achso. Lukas? Komm schon, Lukas. Spiel doch mit. Du kannst doch nicht ewig nur in der Ecke sitzen bleiben. Lukas. Wie alt ist er? Lukas, kommst du? Ich hab keine Lust, Markus. Lass mich in Ruhe. Ich bin es langsam leid mit dir, Lukas. Du willst immer allein sein. Du redest mit niemandem, du spielst mit niemandem. Ich frag mich langsam, ob du nicht verrückt bist. Du bist echt komisch. Ist das schlimm? Komm schon, tu mir den Gefallen. Spiel wenigstens dieses eine Mal mit. Spielen wir Verstecken? Wir könnten zur Halle 4 gehen. Ob das nun diese Frau oder ist die Grafik da? Du weißt doch, dass wir da nicht rein dürfen. Ja und? Wir können durch das Loch im Zaun schlüpfen, wie letztes Mal. Uns sieht schon keiner. Und dann gehen wir durch die Hintertür in die Halle. Gute Idee. Gehen wir. Kommst du auch mit, Lukas? Das Auto ist schon sehr hässlich. Ups. Halle 4, sie wird Feuer fangen. Markus und die anderen werden in der Falle sitzen. Schnell, ich muss jemandem Bescheid sagen, um sie zu retten, bevor es zu spät ist. Stehen bleiben werden, wenn man ihnen sagt, stehen bleiben oder ich schieße. Ja.
Ha, Steuerung. Verlass mich nicht. Helfen, mit dem Schild warten, bis der Netz dran vorbeigegangen ist. Ich weiß ja nicht, wie sinnvoll diese grüne Markierung auf der Karte ist. Oh, sie gehen beide in die Richtung. Noch besser. Noch nicht. So, jetzt dürfte mich doch keiner sehen. Keine Bewegung und ich schieße! Und jetzt schnell, bevor sich umdreht. Neuer Versuch. Lauf! Achso, da ist er. Ja, das war jetzt blöd mit dem LKW. Das hätten wir da passen können.
geklappt. Denn hier? Ich dachte, du spielst nicht mit. Geh sofort raus, Markus. Die Halle wird explodieren. Wie soll denn... Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus. Sie explodiert gleich. Ich such noch nach den anderen. Hier, Lukas. Geh raus. Wir spielen nicht mit dir. Du musst hier raus, Kurt. Die Halle wird explodieren. Erzähl doch nicht so einen Stuss. Du bist ein Schwachkopf, Lukas. Kurt, du musst mir glauben, es brennt gleich. Du musst sofort hier raus. Das ist kein Scherz. Verzieh dich, bevor ich dir die Fresse poliere, du Idiot. Deine Mutter hat mich hergeschickt. Dann erzähle ich ihr eben, was du hier alles treibst. Was? Meine Mutter? Wenn du ihr ein Wort davon erzählst, bist du erledigt. Einfach mal die Story wechseln. Wir sprechen uns noch, du Depp. Das ist überhaupt nicht auffällig. So, da ist eine Treppe, da ist bestimmt noch jemand oben. Wie viele Leute waren das? Waren das vier oder waren das nur drei? Zwei habe ich auf jeden Fall. Da ist er. Was willst du denn hier, Lukas? Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand? Sind alle weg. Das ist wirklich so. Waren das dann nur die drei? Du verrätst mich noch. Die Halle wird explodieren. Du musst sofort hier raus. Was soll denn der Mist? Schade, das schaffe ich nicht. Du verschwindest gefälligst, anstatt uns das Spiel zu vermasseln. Du wirst die Halle jetzt sofort verlassen. Ich mein's ernst. Bist du, Lukas? Du bist ein Vollidiot. Und sehen die nicht, dass es da brennt? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss raus hier, bevor alles in die Luft fliegt. Lukas, bist du verletzt? Nein, nur ein paar Schrammen. Und die anderen? Ich konnte sie gerade noch warnen, war aber knapp. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Ich hab das Feuer gelegt. Noch bevor es passiert ist, ich weiß nicht wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas, alles in Ordnung, Lukas? Lukas, hörst du mich? Ich habe mich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich.
So, und damit geht es auch direkt weiter zum Fazit. Die Quicktime-Events finde ich im Moment tatsächlich noch spaßig. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das im Laufe des Spiels noch umschlägt. Die Designentscheidung kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Hier wird ja komplett mit der filmischen Inszenierung gebrochen. Ich spiele keinen Film mehr, sondern Sensor auf Speed. Man konzentriert sich so sehr auf die Farbmarkierung, dass nur am Rande wahrgenommen wird, was in der Spielwelt überhaupt passiert. Vielleicht hatte man bei Quantic Dream Angst, dass das Spiel ohne Quicktime-Events von der Spielerinnenschaft verpönt wird, weil es zu wenig Spiel sei. Naja, wir haben gleich mehrere explizite Selbstverweise, in dem das Medium Computerspiel genannt wird. Einmal, als wir das Phantombild zeichnen und Tyler die Ähnlichkeit zu Computerspielen erwähnt. Und einmal in den Nachrichten auf Lucas Computer, wo die Killerspieldebatte abgebildet wird. Das können Markierungen dafür sein, dass sich das Spiel noch tiefer mit dem eigenen Medium auseinandersetzt. Also Markierung für eine metareferenzielle Aussage. Diese Verweise allein sind in meinem Verständnis aber noch keine Metareferenzen, da keine wirklichen Aussagen zum eigenen Werk oder Medium getroffen wird, die zum Reflektieren darüber einlädt. Viele Spiele bauen diese Selbstverweise als Gimmick, als Easter Egg ein, über das sich die SpielerInnen freuen können, wenn sie es entdeckt haben, mehr aber auch nicht. Ich habe mich ja schon mehrmals über diese schwebenden Karten beschwert. Aber die Karte auf dem Friedhof war die Höhe. Da wurde sich so viel Mühe mit der Inszenierung gegeben und ich war richtig drin im Spiel und dann kommt da diese Karte, die komplett illusionsbrechend ist. Naja, das soll's für heute auch schon gewesen sein. Freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Lasst gerne ein Like da. Kommentiert, was ihr von meinen Fähigkeiten als Phantombildzeichner haltet. Aber seid ehrlich, hättet ihr das Phantombild allein aus Erinnerung besser hinbekommen? Und wenn ihr richtig spendabel seid, abonniert meinen Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.